Moin, herzlich willkommen zurück hier am Samstag zu einer weiteren Folge Let's Play LS 17. Die 201. Folge. Hammer. Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht und so weit und so lange. Ja, mir macht Spaß, euch hoffentlich auch. Ich muss hier mal eben dafür sorgen, dass der wieder Brennstoff kriegt. Sonst kann hier das... Ich glaube ja immer noch, dass da drüben das Heizwerk, das Palettenwerk, dass das einfach viel zu hohen Verbrauch an Holzpaletten, an Bretterpaletten hat. Oha, hier ruckelt das. Ich hoffe, das heißt nichts Schlimmes. Ich hoffe nicht, dass mein Spiel hier gleich abstürzt. Vorsichtshalber speichern wir mal. Oh, wir müssen unsere Schweine versorgen. Die müssen unbedingt was zu futtern haben. Unbedingt. So. Dann kann hier nämlich auch wieder gearbeitet werden. Und hier können wieder Bretterpaletten hergestellt werden. Ja, das läuft. Das läuft auch. Ich weiß gar nicht, wo wir den ganzen Hopfen hinbringen sollen. Ich fürchte, dass wir da zum Hofsilo was fahren müssen, was ich eigentlich gar nicht will. Oh, auf dem Feld sind wir auch bald fertig. Eine, vielleicht zwei Bahnen noch. Also die hier, dann noch eine oder zwei. Ah, da hinten ein Abfahrer. Fährt der ab oder fährt der im Kreis? Der fährt im Kreis, er hat so einen Kreislauf. Wie auch immer. Case Optum steckt im Verkehr fest. Ja, das sehen wir gleich. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Achso. Ja. Nee, du hast die Aufgabe noch nicht erledigt. Guck mal raus, mein Großer. Kommst du da drauf, dass du die Aufgabe erledigt hast? Abfahrer einstellen. So. Ach, du hast die Aufgabe erledigt. Ja, das macht wohl sein. Feld 2 Dreschen fängt wo an? Unten links. Okay. Dann machen wir das auch. Dann machen wir das auch. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, 201. Folge. Hammer.
Hammer. Wenn das so weitergeht. Die 300 schaffe ich bestimmt dann auch noch. Also im Endeffekt sind es ja nur 11 Wochen für 100 Folgen. Also nicht ganz 3 Monate. Das heißt, die sollte ich dann eigentlich locker schaffen. Und ja, ob ich dann die 400 auch noch schaffe oder ob es dann schon LS19 ist. Lassen wir uns überraschen. Aber ich bin gar nicht so gehypt von LS19. Klar bin ich interessiert und ja, schau mal, wie das wird. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann es kaum abwarten. Ist aber auch nicht so, dass ich sage, das ist alles Mist, was sie machen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und wenn es mir nicht gefällt, spiele ich LS17 weiter. Da habe ich wenigstens meine Mods, da habe ich meine Karten. Oder meine KAT, auf der ich spiele. Bin ich super zufrieden mit. Was soll ich da mich irgendwie bekloppt machen lassen? So, ja, siehst du, jetzt hast du die Aufgabe erledigt. Warum Karl Heinrich da vorne im Kreis fährt, weiß auch keiner, oder? Kümmere ich mich gleich drum. Erstmal für Feld 5 gibt es noch keinen Dreschkurs. Gibt's ja nicht. Oder habe ich den? Ist ja unter irgendeinem komischen Namen. Da ist er. Ja, dich mache ich gleich fertig. Dich schrei ich gleich an. Was das soll, was du da machst. Als erstes halte ich dich da erstmal an. Das sieht ja jetzt einigermaßen vernünftig aus, was der macht, hoffe ich. Ja, der fährt weg. Super. Und hier sage ich jetzt einfach nur mal eben, dass jetzt bitte auf Feld 5 suchen sollst, nicht auf Feld 6. So, und dann sollte das ja auch funktionieren.
entlassen. Kurs löschen. Pell 2. Silo. Gucken, was er jetzt macht. Wenn ich das jetzt einfach so sage, wo er jetzt hinfährt. Könnte sogar funktionieren. Theoretisch, wenn er sich da jetzt nicht festfahren würde. So, und damit funktioniert das schon. Ist doch super. Wo kriege ich denn jetzt für Bier was? Gar nicht. Bierkasten bei Aldi. Ganz schlecht. Bierfass bei Lidl. Noch schlechter. Nö, das verkaufe ich jetzt nicht. Warum sollte ich? Warum sollte ich das jetzt verkaufen? Das macht ja gar keinen Sinn. Fleisch bei Edeka. Fleisch können wir verkaufen. Fleisch haben wir, glaube ich, viel zu viel. Wurst auch bei Edeka. Ja, wunderbar. Damit ist doch klar, was wir machen. Wir fahren jetzt zu Edeka. Wir verkaufen jetzt Sachen. Okay, er wartet hier auf L2 auf seinen Abfahrer. Ja, logisch, der kommt aber ja. Liegt immer noch mein Geld rum. Moin. Das ist schon schön zu sehen, ne, wie das so automatisch läuft. Ich finde das cool. Ich sehe das gerne. Ein 900er Vario hat durchdrehende Reifen. Wo fährt denn der 900er Vario überhaupt gerade? Fährt auf Feld 2. Mann, ey. Tja, wir gucken mal hier. Schau mal, wo das denn hinführt. Also erstmal gucken wieder, wo denn der Transporter steht.
Hopfen kann ich auch nur für Bierproduktion verwenden, ne? Moin. Das wollte ich gar nicht. Aber ist das cool. So, schön beladen. Oh, wir sind schon wieder viel zu lang. Und das, wo es heute auch noch eine Folge gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Folgt mir bei Facebook, guckt auf meine Homepage. Boah, 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 boah. Mann, mein Gott, gibt es da viele Möglichkeiten inzwischen. Ja, vielen Dank für eure Treue. 200 Folgen, 300 Abonnenten wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, über 300 Abonnenten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und ich würde mich freuen, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play Alice 17. In diesem Sinne, sage ich ciao.